Ich will auf dieser Platz mal als allererst den Salarien merci sagen, die sich unermüdlich an der Dauer dafür ersetzen, dass wir an Zeiten von dieser Krise alles tun, was wir brauchen. Die nötige gesundheitliche Versorgung an die Spitäler und Altersheimen, die nötigen Bemühungen um Niveau von der Logistik an dem Transport für medizinisches Material, aber auch als Erstfuhren Arbeit zu kriegen, engagiert Mannerbestand für Supermarschien, um Laufen zu halten, sowie Botsfrauen, Sicherheitspersonal und die vielen anderen, die zum reibungslosen Auflauf von unserem Alltag beitragen. Dafür gilt es, die Gesundheit von diesen Salarien mit den nötigen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen zu schützen, so wie es eben auf ihrem Arbeitsplatz möglich ist. Ihren unermüdlichen Ersatz muss aber unerkannt gehen. Ich denke hierbei an Spezialprimen, wie sie schon einzelne Akteure am Kommerz zugesichert tun. Wie schon nicht gesagt, es ist eine Krise, und es steht für ihn, kann oder darf im Moment schaffen gehen. Jo verschiedene Unternehmen und Kleinbetriebe müssen als Sicherheitsmaßnahmen für die Gesundheit von ihren Salarien an den Leuten alle gut zu machen oder werden noch zu machen, eventuell auch aus finanziellen Gründen. Ganz viele Arbeitsplätze und Existenzen stehen hier im Spiel. Für den LCGB gilt es, sich für die Aufsicherung von den Existenzen von all den Salarien anzusetzen. Den LCGB unterstützt all die Mesuren, die als Regierung hält, mit zusätzlichen Erfahrungen sind nötig. Die detaillierte Finanzierung und Konditionen von der dringend gebrauchten Mesuren müssen dann nur der Krise am Tripartitskader geklärt und geregelt gehen. Wir müssen nur so schnell wie möglich praktische Lösungen für Salarien finden. Falls ihr nach Fragen oder Probleme mit dem Patron oder administrativen Schritten habt, steht der LCGB natürlich auch an dieser schweren Zeit zur Seite. Als Konsultant sind per E-Mail oder Telefon disponibel. Abschließend erlaube ich mir einen kleinen Appell. Halt euch von den alten Gesundheitskonsignien, für das wir alle zusammen so sehr wie möglich können, das Krise überstehen. Vielen Dank.